Hey, was geht, liebe Gravity Community? Ich bin heute am Geistkopf, Feierabendrunde. Und wir machen einen kleinen Trail-Check auf dem Enduro One Trail auf dem YT Decoy. Den Test dazu findet ihr in der Videobeschreibung. So, die Strecke geht direkt neben dem Flusstrail los. Eine meiner absoluten Lieblingsstrecken. Und da die ein bisschen flacher ist, macht die auf dem E-Bike extrem viel Spaß, weil man hier und da einfach nochmal reintreten kann. Die Kurve ist immer rutschig, deswegen fahre ich jetzt langsam. So. So, einklicken, muss mich auch noch dran gewöhnen. Dritter Abschnitt. Ab hier wird es ein bisschen flacher. Wir haben so einiges ausgebessert, die war nämlich immer so eine richtig fiese Kurve. Da haben sie jetzt Platten reingelegt. Die können wir jetzt richtig schön fahren. Und ab hier ist die Strecke eigentlich wie ein Pump-Track. Man kann überall so kleine Kugeln. Hier fahre ich immer die Raceline. North Shore. Danke. Kleiner Sprung. Da fahre ich auch nicht drüber. Hier ist so eine richtig fiese Wurzel, muss man richtig weit runterfahren, pedalieren und ab jetzt wird es flow ganz schnell. Mega spaßig, flowig, wurzelig, wie so ein Natur-Flow-Trail oder so ein bisschen Natur-Pump-Track. So, hier gibt es jetzt mehrere Lines. Ich fahre links die Highline, die ist ein bisschen rumplicker. Man kann aber auch rechts dran vorbeifahren. Pump. Kurve über den Weg. Da kommt jetzt auch eine richtig komische Kurve. Aber das Coole daran ist, man kann versuchen, immer besser zu werden. Und das war fürchterlich. Der Rebound hinten ist viel zu schnell. Hier am Gas bleiben, wenig bremsen, weil da vorne geht es bergauf.
dann kann man hier hochrollen. Hoch auf das E-Bike. Ja, hier das Stück ist ein bisschen, naja, sehr gemütlich. Bei der Trail-Trophy hieß es hier einfach nur reintreten und pedalieren. Und mega anstrengend. Ich roll jetzt einfach mal gemütlich durch. Hier ist was am Bauch aus. Keine Ahnung, was das für ein Licht ist. Kleiner Trop, kann man links umfahren. Und ab hier wird es richtig schnell. So ein paar offene Enduro-Kurven, die im Nassen tricky sind, aber so Spaß machen. Inside Line und das war der vorletzte Abschnitt. Jetzt folgt man einfach hier, wir haben einen Forstweg, ich meine, man kann die Spuren ja sehen. Hier hat ungefähr jeder, den ich kenne, schon mal diesen einen Baum rechts getroffen. Mit dem Arm und am Lenker. Ich habe hier auch schon gelegen. Eng. Da ist der Baum. Inside. Stufen. Und jetzt kommt noch der Gedöns mit den Rollern. Oh, da war die Felge. Servus. Und zack, seid ihr wieder unten. Da ist der Lift. Und da vorne ist der Parkplatz.